Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge World of Tanks. Heute bin ich unterwegs mit meinem Mann im Standard B, ich mit dem 430 und ja, zuerst sah es gar nicht so gut aus und dann haben wir das doch noch gut gedreht bekommen, sind dann aber von unserem, ich glaube, EBR, der da vorne steht, ein bisschen doof angemacht worden. Aber das ist ja leider in letzter Zeit öfters der Fall. Also, die Spiele in letzter Zeit laufen nicht so dolle. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, die Spielerschaft hat sich etwas negativ entwickelt, weswegen ich dieses Spiel auch, weniger spiele. Und deswegen habt ihr auch nicht so die Replays in letzter Zeit zu sehen bekommen. Jetzt aber zurück zum Spiel hier. Wir haben uns entschieden, nach rechts zu fahren. Also, wir beide finden, dass diese Seite oft vernachlässigt wird. Unser T55A hat sich auch entschieden, nicht mit uns hierher zu fahren, obwohl die Masse von uns oben in den Norden fährt. Und wir haben es schon so oft erlebt, dass der Süden hier vernachlässigt wurde und dann verloren ging. Und wir haben oben gewonnen und hier unten vom Süden sind die Gegner gekommen, haben uns weggekappt. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier mit unseren Mediums hierher zu fahren. Weil das Objekt 430 und der Standard B ja doch recht stark sind, alleine schon zusammen. Und dann sind wir hier rüber gefahren. Ich habe dann hier versucht, die gegnerischen Mediums T55A und Standard B anzuvisieren. Die waren aber hinter dem Hügel, da konnte ich nicht viel machen. Und dann ja, sind wir hier halt stehen geblieben, weil der EBR eben schon durchgefahren ist. Der hätte uns aufgemacht und wir hätten von da drüben beschossen werden können. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was noch dort steht und ob die beiden uns hätten beschießen können. Das habe ich ja erst da hier dann gesehen und deswegen haben wir uns gesagt, okay, nee, machen wir nicht. Dann habe ich hier auf den Schrittwagen geschossen. Ich hätte ihn vielleicht tracken sollen, aber ich wusste nicht, ob der Schuss überhaupt trifft, weil auf die Distanz die Kanone nicht ganz so zuverlässig ist. Ja, unser EBR hat da vorne schon ziemlich viel an Leben verloren, deswegen hat er dann auch so rumgeflamed. Ich habe einen kritischen Treffer auf dem gegnerischen EBR. Ist ja auch ganz normal, ne? Man trifft ihn, hat einen Kettentreffer. Einen Kettentreffer, einen Radtreffer. Ich muss mich da immer noch umgewöhnen dran, dass sie Räder haben. Ja, und da hat unser EBR dann eben schon angefangen, ja, uns dafür verantwortlich zu machen, dass er so viele HP verloren hat. Hätten wir hier die Überfahrt gewagt, als uns der EBR aufgemacht hat, dann wären wir rausgenommen worden oder schon low HP dorthin gekommen. Und dann wäre die Seite hier sowieso verloren gewesen, da nur wir mit den Scouts hier sind. So konnten wir hier noch einen oder anderen Schaden for free anbringen und haben uns eben hier hinter dem Hügel Deckung gesucht. Da hat es mich jetzt gewundert, dass der Schuss getroffen hat. Nicht ganz eingeaimt und nicht mehr so viel gesehen vom Panzer, aber getroffen. Das fand ich dann auch sehr, sehr gut. Kurzer Zwischenblick auf die andere Seite. Unser T55A, der darüber gefahren ist, ist schon Geschichte. Genauso wie unser, ich glaube, M46 Patton ist das gewesen, der Neuner. Und unser T95 nimmt leider nicht am Gefecht teil, weil er nicht ins Spiel gefunden hat. Man sieht, sein Name ist ausgegraut. Das heißt, ein wichtiger Panzer, der da oben viel machen könnte, ist leider nicht mit im Spiel. Hier hat mein Mann jetzt gesagt, komm, wir müssen da rüberfahren, scheiß drauf. Normalerweise spottet uns ja nichts mehr, der AMX, wer weiß, ob er noch da ist. Und dann sind wir da rübergefahren. Ich habe gesagt, ich bleibe rechts in den Büschen, er ist oben drauf gefahren. Oder so halb obendrauf und hat dann hier auch gleich den 1390 aufgemacht. Den konnten wir dann rausnehmen, zum Glück. Und wir haben dann gesagt, okay, dann fahren wir jetzt da ein Stückchen nach vorne, um die anderen beiden zu behaken. Der Standard B hat aber schon die Flucht ergriffen, ist dann auch von unserem T54 Light rausgenommen worden. Und wir haben uns dann entschieden, wir müssen hier vorpushen. Links sah es zwar gut aus, aber hier ist ja nur noch ein Panzer de facto. Und wir haben gesagt, okay, den nehmen wir jetzt raus und dann gehen wir zu Arti. Dann haben die Heavys das da oben auch leichter. Ja, da konnte ich dann nochmal auf den Stritzwagen schießen.
Hab dann auch seitlich penetriert und der ging ja dann sofort raus. Der T55A, der hat sich da eigentlich recht gut verkämmt und schießt mit rüber auf die andere Seite. Dann ging da der E50 auf, der mich auch einmal beschossen hatte und abgeprallt war. Bis ich hier nachgeladen habe, dauert es leider eine ganze Weile. Ich habe hier auch noch keinen Waffenbrüder drauf. Aber nichtsdestotrotz haben wir den gut bearbeiten können. Der T55A steht da vorne eigentlich recht gut. Ich hier aber auch. Und mein Mann hat dann gemeint gehabt, soll ich nicht unten rumfahren, rüber zum E50? Ich habe dann gesagt, wenn dich dann der T55A behagt, ich hätte den gerne raus. Ja, wir sind dann hier so eine Weile stehen geblieben, weil wir uns beraten haben. Und dann werden wir hier schon gleich als Camper beschimpft. Es ist halt, ja, Pro 9. Der Name ist schon Programm bei ihm anscheinend. Er denkt, er ist so pro, dass er, ja, ohne Gefahren überall hinfahren kann und so toll ist. Und alle anderen sind eben nicht so toll. Ich habe mir den Spieler dann hinterher mal angeguckt. Das ist einer mit einer ziemlich hohen persönlichen Wertung. Und das sind die schlimmsten meiner Meinung nach. Das sind nämlich die, die denken, sie sind so toll und alle anderen können nichts. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier alle über einen Kamm schere. Aber ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt, der nicht überheblich war. Tut mir echt leid, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist einfach so. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und ich finde es dann furchtbar, wenn man andere dafür verantwortlich macht, wenn man selber einen Fehler gemacht hat und dabei dann seinen Panzer weggeworfen hat. Ist mir auch schon oft genug passiert, dass ich meinen Panzer oder dass ich die Situation falsch eingeschätzt habe und dann eben meinen Panzer verloren habe und vielleicht auch aufgrund von meiner Fehlentscheidung das Spiel dann eben verloren ging. So, jetzt aber zurück zum Spiel. Der E50 ist raus. Wir konnten dem T55A noch eine mitgeben und sind dabei leider aufgegangen. Ich habe jetzt hier zum Glück nur einen Kettentreffer von ihm kassiert. Habe mir dann aber gedacht, ich muss da jetzt vorfahren, weil es bringt nichts, wenn ich hier hinten weiter stehen bleibe und nur seinen Turm sehe. Hätte ich dann HE laden müssen und mit 5 HE hätte ich dann nicht runtergearbeitet, glaube ich. Oder Gold. Dann hätte ich auch durch den Turm geballert, aber egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier rangefahren. Der WZ ist auch noch hier. Mit dem hatte ich eigentlich... Den hatte ich eigentlich noch gar nicht mal auf dem Schirm, dass der noch hier irgendwo rumgurkt. Ja. Aber ich habe gedacht, ich spotte jetzt hier. Vielleicht schießt die Artia mal her. Hat sie dann aber, glaube ich, nicht getan. Mein Mann entscheidet sich jetzt dann dazu, doch noch hier hinten stehen zu bleiben. Was die richtige Entscheidung war, weil der Type da gekommen ist. Den konnten wir dann auch erfolgreich sofort rausnehmen. Und als dann jetzt hier noch die zwei Panzer standen, die restlichen drei gespottet waren und der letzte verbleibende nur noch die Arti war, hat er sich dann entschieden, okay, er fährt jetzt doch hintenrum über die andere Seite. Ich meine, da kann ich ja mal kurz vorspulen. Also er fährt dann jetzt da hintenrum runter. Ich habe versucht hier zu spotten, aber habe auch damit gerechnet, dass die gegnerische Arti hierher schießt. Ich hätte mir ja noch einen fangen können, aber das Objekt brennt halt auch relativ schnell. So, dann machen wir wieder langsam. Gut, dass er da hingefahren ist, weil der WZ hat sich nämlich seinen Weg zu unserer Arti gesucht. Und hat dann noch gesagt, siehst du, gut, dass ich da hingefahren bin. Und ja, ich muss sagen, wir sind eigentlich ein gut eingespieltes Team. Und da hat es dann doch wirklich viel gebracht, dass wir uns hier so viel absprechen konnten, uns abgesprochen haben. Und der T55A hatte sich schon verzogen. Der Schuss hat leider nicht getroffen. War ein bisschen zu wenig vorgehalten. Ein bisschen zu schlecht geaimt. Hier habe ich ihn dann nicht mehr gesehen. Und bin dann weiter durchgefahren zu der Arti. Hier kriege ich schon wieder ein Well done Camping 430. Also wenn ich kämpfen würde, wäre ich die ganze Zeit an der hintersten Ecke gestanden. Ich bin mitgefahren und habe halt eben meinen Kopf eingeschaltet und bin ich kopflos nach vorne gefahren. Hier habe ich die Arti aufgemacht und habe gedacht, gut, hier kann ich die gut beschießen. Und ich weiß nicht, wo der Schuss hängen geblieben ist. Ich habe keine Ahnung. Habe dann ein bisschen höher gezielt. Habe dann nochmal blind geschossen und der Schuss ging auch, ich weiß nicht wohin. Keine Ahnung. Aber die Arti ist raus. Der T55A geht jetzt auch gleich down. Und dann haben wir nur noch den Jagdtiger da oben stehen. Sollte also easy gewonnen sein, ist es natürlich auch.
Ich habe ihn hier nochmal getroffen. Wir haben in der Schlussauswertung gesehen, dass mein Mann und ich den meisten Schaden hatten und unser EBR ziemlich weit unten stand. Ich habe jetzt die Stats nicht abfotografiert. Ihr seht hier meinen Schaden. Ich hatte noch einen blind getroffen. Mein Mann hatte auch um die 3,5 Schaden oder 3,7 sogar. Und ich denke, man sollte nicht immer blind irgendwo hinfahren, sondern auch mal sich überlegen, was kann das Team mitbewirken? Also wenn er jetzt zum Beispiel sich hinten in die Büsche bei K9 unten hingestellt hätte, wäre er sicherer gestanden, auch vor dem Beschuss der Gegner und auch dem Beschuss der zwei Lights, die dort hingekommen sind, als da, wo er hingefahren ist. Und man sollte immer auf die Minimap gucken, habe ich Backup? Fahren die mit? Fahren sie nicht mit? Warum fahren sie nicht mit? Und nicht blind irgendeine Position anfahren, weil man die immer anfährt. Das mal so dazu gesagt. Wir mussten fast die ganze Zeit ohne den T95 spielen. Die Leute von uns haben das da oben super gemacht. Die haben das gehalten und haben das geschafft. Mein Mann hat sich rechtzeitig verlegt. Zum Glück war er da, um den Type zu beschießen, weil sonst hätten die mich wahrscheinlich gerusht. Und ansonsten würde ich sagen, war es eigentlich wirklich ein recht gutes Gefecht. Wir beide waren mit unserer Leistung zufrieden, waren damit zufrieden, dass unser Team so gut mitgearbeitet hat. Es ist nämlich wirklich eine Seltenheit in letzter Zeit, dass die Teams einigermaßen was tun. Und dann würde ich sagen, war es das auch für dieses Replay. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich werde euch hinten dran nochmal ein Replay hängen, das ich schon länger aufgenommen habe. Damals hatte ich ein Problem mit dem Ton in-game. Da wurde das leider nicht aufgezeichnet. Und ja, da gibt es dann ein bisschen musikalische Untermalung. Aber ich wollte mir das nicht nehmen lassen, das auch noch mit dran zu hängen. Viel Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge World of Tanks. Und ja, heute habe ich euch ein Replay mitgebracht mit dem 112er. Den habe ich als Leihfahrzeug bekommen. Und das war mein zweites Gefecht, mit dem ich muss sagen, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Und deswegen dachte ich mir, das könnte ich mal als Replay wiederbringen. Kam ja schon lange nichts mehr hier bei mir. Ist ein reines Achtergefecht und wir werden sehen, ob ich nur was geleistet habe oder ob wir es auch gewonnen haben. Ich habe mich jetzt zuerst entschieden, nach rechts zu fahren, weil ich ja eigentlich doch eher ein mobilerer Panzer bin. Und ich wollte jetzt eigentlich auch nicht ja, gegen die Super Heavies da drüben kämpfen und dachte mir, das ist, glaube ich, der bessere Weg. Allerdings habe ich dann auf der Minimap schon gesehen, das fährt aber ziemlich viel mit mir mit und relativ wenig nach drüben, nach links, die 9er-0er Linie. Nur ein Mauerbrecher als Heavy und ja, Emil 1, Carnarvon und die IS-3, die sich hinter dem Pantera da gerade schriftlich... Nee, das ist der Löwe. Wo ist denn die IS-3? Ach, da unten steht sie, hinter dem Mod 1. Guckt euch das an. Der Löwe ist ja noch mitgefahren, aber die IS-3 stellt sich jetzt allen Ernstes dahin, wo sie jetzt ist. Dahin, wo sie jetzt ist, stellt sie sich hin als Heavy und snipet durch die Gegend mit der ungenauesten Kanone ever. Also sie hat zwar Russian Power, aber ja, nicht da hinten, ne? Der Emil 1 ist genau das gleiche und der Carnarvon auch. Der hätte hier wunderbar spielen können, aber sie haben es vorgezogen, da hinten sich hinzustellen und zu warten, bis das gesamte Team tot ist und dann noch ein paar Schüsse abzugeben. Links ist schon abzusehen, dass der Broghetto auch gleich sterben wird und ja, da ist er auch schon hin. Natürlich nicht eingezielt, trifft der Panzer nicht. Hier, der gegnerische Löwe hat hier sehr gut die Möglichkeit, so zu spielen, dass ich nur seinen Turm und die Oberwanne sehe und abprallen würde. Und da habe ich mir schon überlegt, ob es sinnvoll ist, hier stehen zu bleiben oder ob ich nicht weiterfahren sollte. Es kam jetzt ganz darauf an, wie die Mitspieler mitmachen. Allerdings haben die nicht wirklich mitgemacht und da habe ich mich dann auch kurzerhand entschlossen, hier umzudrehen und auf die andere Seite rüber zu wechseln, weil der Mauerbrecher doch schon sehr in Bedrängnis kam
Und ich ja doch eine Weile brauche, bis ich drüben bin. Ich dachte, hier kann ich ihm vielleicht nochmal eine auf die Luke mitgeben. Aber er steht eigentlich so gut, ja, dass ich nicht richtig rankomme an die Luke. Und vielleicht habe ich hier auch ein bisschen zu viel Zeit vertrödelt und hätte früher umdrehen sollen. Aber wie gesagt, ich hatte gehofft, dass die hier draufdrücken, haben sie dann aber nicht gemacht. Und die IS-3 steht halt einfach immer noch da hinten. Ich weiß nicht, ob sie keine Minimap hat oder warum, dass sie da unten steht und wartet und, ja, keine Ahnung, nichts tut. Genauso wie der Kanaven und der Emil 1. Man weiß nicht so genau, was in den Köpfen der Leute manchmal vorgeht. Ich habe dann auch hier die IS dreimal angepingt und habe gedacht, vielleicht bewegt sie sich mal, aber eher nicht, wie man sieht. Ja, dann sieht man ja auch schön auf der Minimap, dass die andere Seite gefallen ist. Hier dachte ich, kann ich der Sue vielleicht nochmal ein paar mitgeben, aber die tut mir den Gefallen leider nicht. Und ich sollte halt schleunigst nach oben weiterfahren. Habe ich dann hier auch gemacht. Ich meine, unsere TDs können denen noch ein bisschen was mitgeben. Auch hier leider kein Schussfeld drauf. Und da oben hat man auch schon gesehen, wie der Jagdpanther 2 eine saftige eingeschenkt bekommen hat. Das könnte der VK gewesen sein. Und es ist halt nicht wirklich viel da. Der Emil 1 hat es kapiert, dass man zurückfahren sollte. Und hier habe ich eigentlich schon gedacht, okay, das ist gegessen. Die werden da hinten alle draufgehen, unser Löwe, Pantera und Mod 1. Und hier in der Base werden wir überrannt werden. Aber ich habe mir gedacht, okay, machst du noch ein bisschen Schaden, haust du noch ein bisschen was raus, weil null Schaden ist da doch ein bisschen wenig. Und deswegen bin ich hier. Hier beschwert sich auch schon der Pantera über die IS-3. Bin ich hier dann rübergefahren, weil ich mir dachte, vielleicht kann ich da dann doch ein bisschen besser wirken und muss nicht ganz über die Kuppe drüber fahren. Werd jetzt dann auch gleich hier auf Gold laden, damit ich durchkomme, weil es einfach wichtig ist, jetzt jeden Schuss zu treffen und auch durchzubringen. Ich wollte ihn hier eigentlich tracken, aber ja, das hat dann nicht viel gebracht, außer da ging ich durch. Hier habe ich dann schon mal auf Gold geladen. Und hier hat er sich dann aber leider gedreht und ich habe ihn nur getrackt. Ist halt leider so mit Heat, dass das oftmals in den Tracks hängen bleibt. Ich wollte ihn dann hier auch nochmal tracken, damit unsere drauf schießen können. Deswegen habe ich mit Heat auch nochmal da reingeballert. Ich habe keine Ahnung, ob ich da seitlich an dem, so wie er stand, durchgekommen wäre. So wie er jetzt stand, natürlich nicht. Die anderen bouncen auch ziemlich stark an ihm. Und dann habe ich mir gedacht, dann suche ich mir ein anderes Ziel raus. Hätte ihn jetzt nochmal getrackt und eine Heat an ihn verschwendet sozusagen. Aber raus ist raus. Der T4400 hier ist eigentlich relativ leichtes Spiel. Dem schieße ich jetzt noch einen in den Turm und dann ist er weg. Die VK da drüben ist auch ein bisschen zu optimistisch hochgefahren. Okay, wir waren alle nicht vor Ort und deswegen haben die wahrscheinlich gedacht, wir pushen jetzt da drauf und dann ist die Sache gegessen. Wäre wahrscheinlich auch so gewesen, wenn ich nicht rechtzeitig zurückgefahren wäre und sich hier unsere TDs nicht so gut verteidigen hätten können, weil es waren ja nur die TDs vor Ort. Unsere Panzer sind jetzt auch zurückgekommen, sprich der Mod 1 und der Pantera. Und die IS-3 hat jetzt das Zeitliche gesegnet. Hat zwar noch ein paar AP hergegeben, aber nicht viel gerissen wahrscheinlich. Hier, Panzerung nicht durchschlagen. Die ganze Zeit komme ich durch und dann bleibt es wieder irgendwo hängen. Jetzt habe ich nur 4 Gold und habe mir gedacht, gut, ich muss gucken, die ISM muss da raus. Die spottet andauernd und der Pantera kann rüberschießen. Und ich bin doch noch Full HP und kann hier ein bisschen was erledigen. Also dachte ich mir, fahre ich jetzt nach da unten und hoffe, dass der Pantera da nicht gleich vor mir steht und auf mich ballert, sondern immer noch da oben steht und sniped. Einfach nur darum, die ISM da rauszuholen. Von der anderen Seite bekommen wir Druck und die ISM ist zum Glück vorher schon raus. Und da der Pantera hier nirgends war, habe ich mir halt gedacht, die einzigste Chance ist hier jetzt über den Pantera den Hügel zu kriegen, damit wir von der Seite wenigstens Ruhe haben und der nicht ständig seine Schüsse da reindrückt
und in unserer Base damit Unruhe stiftet. Man sieht ja auf der Karte, sind 5 Panzer verteilt. Der Pantera muss alleine sein, weil es sind ja nur noch 5 gegnerische Panzer im Spiel. Es ist noch relativ ausgeglichen, also es kann alles passieren. Und ich halte mich jetzt bewusst relativ weit rechts, weil ich davon ausgehe, dass der Rheinmetall hier rüberschießt zu seinem Pantera-Kollegen, wenn ich aufgehe. Und ich weiß natürlich nicht, wo er genau steht. Ob er noch da steht oder ob er vielleicht auch schon runtergefahren ist. Aber da steht er noch mit 571 HP und ich dachte mir, den muss ich jetzt rausnehmen. Hoffte hier, dass der Rheinmetall nicht schnell genug einzielt. Da drüben geht er auch schon auf. Und der Pantera bekommt eine ab. Ja, hier, das war total schlecht geschossen. Aber ich dachte mir so im schnellen, naja, okay, was halt schnell bedeutet bei ihm, wird das funktionieren? Hier hat mir dann der Rheinmetall ein paar eingeschenkt, wo ich eigentlich nicht dachte, dass er mich noch so gut treffen kann. Und dann habe ich mich entschieden, mir nicht nochmal eine geben zu lassen, sondern ein Stück weiter nach drüben zu verlegen, um den Pantera zu bekommen. Unser komplettes Team steht halt leider immer noch in der Base und hat sich nicht bewegt. Der Pantera dachte wohl, ich bleibe da stehen. Ich muss natürlich genug einzielen, um hier den Schuss auch zu treffen, weil die Kanone manchmal einfach eine Diva ist. Da die restlichen Panzer nun alle drüben gespottet waren und ich hier auf dem Hill zwar nicht schlecht positioniert bin, aber das leider nicht zum Sieg großartig beitragen wird, wenn die da hinten nur rumstehen, habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht den Rheinmetall nochmal aufkriege, weil wenn der weg wäre, das wäre schon eine Geschichte. Leider ist er außerhalb meiner Spotting Range und der T-54 traut sich auch nicht nochmal hochgucken. Ich weiß gar nicht, wie viel HP der noch hat. Dachte, hier steht er vielleicht im Busch, aber er war nicht mehr da. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, in die gegnerische Base zu fahren. Bisschen Druck aufzubauen. Hab ja auch nochmal geschrieben, ob jemand spotten kann. Aber das war wohl eher nicht der Fall, dass hier jemand spotten wird. Das ist immer so ein bisschen die Passivität des Teams, die einen halt dazu zwingt, manchmal Dinge zu tun, die vielleicht auch nicht so klug sind. So, weiter. I relocate. Genau. Ja, die halt einfach manchmal nicht so klug sind, weil man den Gegnern vielleicht damit in die Karten spielt. Aber wir werden sehen, ob das jetzt klug war von mir, hier weiterzufahren. Die Su, 130 PM, macht sich ihrerseits auch auf den Weg, spottet nichts. Und da sich die Gegner jetzt die ganze Zeit nicht mehr gezeigt haben, hatte ich schon die Vermutung, sie sind vielleicht zurückgefahren in ihre Base und ich kriege jetzt hier gleich ein paar auf die Mütze. Noch bin ich nicht offen und noch hat mich auch nichts anvisiert und beschossen. Ich bin mal ganz vorsichtig hier links gefahren, weil mich eben nichts von meinem Team unterstützen kann. Es ist halt auch nichts nachgerückt. Der Pantera hätte leicht seine Stellung verlassen können, der ist relativ schnell. Und der hätte mitfahren können, um mich hier ein bisschen zu covern. Aber der hat sich nicht wirklich bewegt. Der T-54-Mod hat nichts gespottet, deswegen ging ich davon aus, die sind jetzt hier irgendwo. Und da habe ich auch schon den Rheinmetall aufgemacht. Der TVPU, der ist gebounced. Dem wollte ich eigentlich zuerst eine geben. Hätte ich lieber auf den Rheinmetall geschossen. War auch ein Fehler meinerseits, aber in solchen Situationen denkt man manchmal nicht unbedingt an, was soll ich jetzt tun? Ja. Jetzt haben sie sich bewegt. Endlich. Dann schreibt der Jagdpanther, ja, einer sollte doch bleiben. Falls jetzt doch die IS-3A und die Su 130 PM in unseren Cap fahren.
Wollten sie dann aber nicht. Also die ganze Zeit standen sie in der Base und jetzt haben sie sich entschieden, alle loszufahren. Ich habe hier mal blind geschossen, ob ich den TVP treffe. War aber nicht der Fall. Und ich habe jetzt hier abgewartet. Abgewartet, dass der Jagdpanther 2 kommt. Und mir so ein bisschen Unterstützung gibt. Allerdings hat er ja nicht mehr viele HP. Und ich habe jetzt gedacht, wenn ich hier rüber fahre, mache ich den Rheinmetall vielleicht nochmal auf. Und da hat er sich aber schon verlegt gehabt. Und hat unseren Jagdpanther 2 rausgenommen. Da ich jetzt aber immer noch nicht weiß, wo die anderen zwei sind, bleibe ich erstmal hier stehen. Mehr oder weniger safe. Ich meine, die können mich zwar von oben beschießen. Der Rheinmetall muss als erstes rausgehen, weil der macht einfach zu viel Schaden. Der macht einen Fehler und schießt mit HE. Hier war er leider wieder zu schnell weg, der TVP. Und ich weiß nicht warum, aber der Pantera bewegt sich seinerseits halt eher weniger. Und da ging die Sue auf. Jetzt war mir eigentlich klar, die IS-3A ist mit Sicherheit nicht alleine dort geblieben. Die Sue musste jetzt raus, die hat mich leider getroffen, hat mich in Brand gesteckt. Aber egal wie ich gestanden wäre, die hätten mich vermutlich durchschlagen. Jetzt bin ich natürlich auch nicht mehr so flexibel, weil meine HPs nicht mehr so dolle sind. Aber man muss ja was tun. Guckt auf die Uhr, 1,20, weniger als 1,20. Und wir mussten jetzt irgendwas tun. Ich wollte hier natürlich jetzt auch nicht als Erster sterben, weil da das Team ja nicht ganz so fit ist, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt draufgehe, dann ist es eh verloren. Die IS-3A war jetzt noch nicht offen. Sie ist aber auch nicht bei uns in den Cap gefahren, also muss sie irgendwo rumstehen hier. Und da wir unter einer Minute sind, musste ich jetzt irgendwas tun. Ja, Pantera Go Retard. Warum geht der nicht? Der ist noch, am meisten HP hat er noch von uns und macht hier nicht. Dann ist der Rheinmetall nochmal aufgegangen. Ich dachte mir, jetzt oder nie, der Rheinmetall ist weg. Die IS-3A ist zwar eine große Gefahr durch das Revolvermagazin, aber der T54 Mod 1 nimmt mir das hier ab. Und ich dachte mir nur, toll, der steht hinter dem blöden Fels und ich komme dann immer rechtzeitig hin. Und da hat er aber den entscheidenden Fehler gemacht und ist hinter dem Stein vorgefahren. Wäre er hinter dem Stein geblieben, dann hätte ich ihn nicht rechtzeitig erreicht, beziehungsweise nicht rechtzeitig eingeaimt und wir hätten das Spiel verloren. So haben wir das Spiel gewonnen. Ich habe mittens viel riskiert, als ich da alleine zum Pantera gefahren bin und dann weiter in die Base. Aber ich musste es tun, sonst hätten wir das nicht geschafft. Und alles in allem war es wirklich ein tolles Gefecht, muss ich sagen. Es war mal richtig Action und Spannung wieder drin. Es war nicht innerhalb von 4 Minuten 15-2 oder so zu Ende. Und ich muss sagen, er ist wieder WZ111, eigentlich ein Schätzchen. Und hier im Achtergefecht konnte man sogar sehr viel reißen damit. Und ich danke WG dafür, dass wir die ausprobieren können. Finde ich eine tolle Sache. Wir können gucken, ob die uns gefallen. Kaufen würde ich mir nicht, weil ich eben den WZ111 habe. Und ansonsten finde ich ihn aber jetzt nicht übel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann vielleicht auch wieder mit einem Leihpanzer. Davon habe ich jetzt ein paar in der Garage stehen. Mal gucken, wie die sie sind. Ob ich da noch ein schönes Gefecht zustande bringe. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.